Willkommen in Potters Bluff. Herzlich willkommen zu Potters Bluff Reviews, hier mit einer neuen Vinylvorstellung. Und hier haben wir beide Soundtrack-Versionen von Nightcrawler von Invader aufgelegt. Richtig schöne, normalhüllige, sag ich mal, Releases. Hier haben wir die erste Version, Nightcrawler, mit dem bekannten Kinoplakat, mit diesem Teil, mit diesem coolen Punktedruck hier, richtig cool gemacht. Gefällt mir total geil, dieses Cover habe ich schon immer gemocht, auch schon bei dem Fullslip, das ebenfalls auf meinem Kanal bestaunen könnt. Hinten haben wir das amerikanische Plakat mit den Track-Angaben. Hiervon gibt es auch jeweils nur 250 Stück. Limitierungsnummer ist auf dem Cover nicht angegeben. Downloadcode ist auch dabei. Den könnt ihr diesmal haben, wer den ersten hat, weil den Soundtrack habe ich schon. So, viel Spaß damit. Wenn er hat, bitte bedanken. Dann haben wir noch ein Insert mit einem schönen Bild von Gyllenhaal, wie er gerade filmt, oder auch Lublu. Und hier nochmal ein Stück vom Cover noch mehr reingezoomt. Und ja, hier ist die limitierte Soundtrack-Variante. Die normale wird dann wieder schwarz, wie bei Bone Tomahawk, den ich vorgestellt habe. Und das ist aber hier die limitierte. Die gibt es nur hier, 250 Stück. Entschuldigung, das war mein Handy. So, sehr cool. Das ist die A-Variante. Und hier haben wir das B-Cover. Das wurde auch schon auf dem HMV Steelbook verwendet. Und ja, auch ein cooles Cover hier mit der Linse im Auge. Cooles Design, auch recht schlicht. Das gleiche Rückencover, bloß hier Farbe rausgedreht und die Tracks wurden anders angeordnet. Also nicht auf der Platte, aber ich meine hier hinten vom Design her, vom Layout. Ja, Invader, davon gibt es ebenfalls nur 250 Stück. Jo, hier haben wir passend zum Cover natürlich ein graues Motiv mit gelben Sprinklern. Siehst du? Seht ihr? Sieht richtig gut aus. Und ebenfalls ein Insert mit dem Artwork ohne Schrift komplett. Und den Credits und hier hinten drauf nochmal dem anderen Plakat. Ja, ihr seht, ein absolut fantastisches Doppel-Release. Wer den Film liebt, so wie ich, braucht die. Gibt zurzeit auch noch auf der Internetseite von Invader, die werde ich unten verlinken. Aber beeilt euch, die sind schon runter zu den letzten Kopien. Wie gesagt, es gibt von jedem nur 250 Stück. Vielen Dank fürs Zuschauen, geht ins Kino, habt ein schönes Leben und ja, bleibt gesund. Ciao!